Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu State of Decay Lifeline. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich ziemlich viel geschafft. Wir haben den Doktor gerettet, weil sich das Militär und auch die Regierung wahrscheinlich durch ihn erhofft hat, ein Heilmittel gegen die Seuche zu finden. Naja, so erfolgreich war es dann letztlich doch nicht, denn da liegt da der Doktor. Er hat uns nämlich mitgeteilt, dass er infiziert ist und hat sich kurzerhand selbst erschossen. Tja, war wohl nix. Da müssen wir wohl weitersuchen nach einer Lösung. Ich raff eh noch nicht so ganz, was wir hier eigentlich machen. Aber wir werden es rausfinden, beziehungsweise eben nicht. Letztlich geht es wahrscheinlich wirklich nur darum, irgendwelche wichtigen Leute da zu retten, die eventuell was dazu beitragen können. Oh, hier, Jamie Gustafsson. Maybe not. Warum nicht? Wieso ist die beschäftigt? Auf Mission, sind die blöd? Gibt's doch nicht. Auf Mission, ich gebe euch gleich auf Mission. Bin ich jetzt alleine? Wieso kommen die nicht mit? Muss ich die jetzt wieder rekrutieren oder was? 20 Einfluss, ey. Time to get it on. Nehmen wieder beide mit. So. Gestrandete Soldaten. Wir haben einige Truppen gefunden, die unsere Hilfe brauchen. Oh, das Auto hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Vor allem neues Feature. So neu ist das Feature gar nicht. Das hat man doch im Originalspiel auch schon. Oder eben nicht. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht liegt es daran, dass ich die DLCs von Anfang an alle hatte. So, gestrandeter Soldat. Dann wird man doch erstmal dahin fahren und dann Jamie helfen. Nee. Wie heißt der? Kilo. Ach, keine Ahnung. Ist aber wurscht, wie der heißt. Irgendwann kriege ich es vielleicht dann rein und kann mir das dann merken. Ich glaube, das sind eh random Namen hier. Irgendwie. Außer Hawks, also die Hauptoffizierin, sage ich jetzt mal, ist, denke ich, alles sehr, sehr zufallsgeneriert wieder, wie man das ja schon kennt. Und ich glaube, ich habe gerade die falsche Tür genommen. Wo sind sie denn, unsere neuen Nachbarn, hä? Oder hocken die da oben auf dem Dach? Könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Gehen wir mal da rein. Oh, hier gibt's Särge. Wie passend. Ich bezweifle jedoch, dass sie drin bleiben, die Toten. Ach, da rein. Wäre wohl zu einfach gewesen. What's your status? We're all that's left of our unit. We could use some orders, sir. Na dann, rekrutieren. Ach, jetzt können wir gleich beide mitnehmen. Wunderbar. Dann zurück zur Basis mit denen. Los, einsteigen, ihr faulen Hunde. Und so weiter. Allerdings, eigentlich singen die diese Melodie immer nur, wenn sie laufen. Da wir aber faul sind, fahren wir lieber. Geht schneller. Mir fällt auch auf, ich hätte vorhin den anderen Militär-Jeep mitnehmen können, weil der hier irgendwann den Geist aufgibt, wenn ich so weiterfahre. Ach, zu früh ausgestiegen, auch das noch. Wenn man schneller fährt, dann zoomt der natürlich mehr ran mit der Karte und dann sah das so nah aus, dachte ich, bin schon da. Nee, das Hilton Hotel ist es wirklich nicht. Aber fast genauso gut, würde ich mal behaupten. So, nachgeladen haben wir schon wieder, das ist okay. So, wo ist es? Doghouse, actual, the Greyhound 1. Come in. This is Greyhound 1. We've fortified a position at the LZ. New outpost uses call sign Black Friday. All right, Black Friday. You've got new orders. I'm putting together a list of people who work with Dr. Horn.
People who knew his research and might be able to make a difference. If any of them are alive, then maybe we can still salvage this thing. Just tell us where to go. First up is his ex-wife, Julene Horn. She's a surgeon at University Medical. She was being ground evac'd on the other side of town, but the way the highways are jammed up, we think she's stranded. Get to her last known location, track her down, and bring her in. Doghouse out. Okay, also erstmal seine Ex-Frau suchen. Die ist Chirurgin. Ob uns das wirklich weiterhilft? Brauche ich noch eher so einen Epidemiologen oder so? Keine Ahnung, wie heißen die Fachärzte für Seuchen? Ich glaube, so ähnlich. Aber erst helfen wir Kilo. Lustigerweise, ein passender Name, große Vorräte zurückzubringen, wie es heißt. Dann fahren wir da gleich mal hin, bevor der hier über den Haufen geschossen wird. Oder, ja, geschossen wohl eher weniger, aber gefressen wird. Über den Haufen. Was? Infektionsherd. Oh, das kennen wir doch. Kreischer sind auch am Start. So, wir machen mal so viel es geht aus der Distanz. Aber jetzt gehen wir lieber rein. So, hat sich's ausgekreischt. Den Rest machen wir jetzt so. Wollen wir nicht gleich wieder Munition verbrauchen. Was? Kilo ist tot. Was bist du denn für ein Pfosten? Wieso stirbst du jetzt? Nix kann er. Ganz großes Kino. Wieso sterben denn die so schnell? Tja, dann hat er Pech gehabt. Einer weniger. Scheiß drauf. Der Name Kilo war eh doof. Finde ich. Ich hatte keinen besonderen Bezug zu dem Herrn, also ist es nicht so schlimm. Dann wird man hier noch alles durchsuchen und dann hier noch einen Außenposten einrichten. Um noch mehr Nahrung zu bekommen. Warum nicht? Ach so, vollständig durchsuchen. Das haben wir wieder übersehen. Das Regal direkt vor der Tür. Das war wieder zu einfach. So, einlagern. Und gleich noch eine Ladung mitnehmen, damit sich's auch lohnt. Halt, wo waren die? Da, glaube ich. Jupp. Und dann fahren wir kurz zur Einsatzbasis zurück. Liefern das ab. Halt, so rum. Genau. Mensch, man könnte manchmal fast meinen, ich hätte Ahnung von dem, was ich mache. Aber nur fast. Und die Frau, die ist da oben, wie es aussieht. Julene Horn retten, okay. Machen wir dann gleich, weil mitten durch die rote Zone will ich eh nicht fahren. Wenn das überhaupt geht. Ich weiß es gar nicht. Aber selbst wenn, ich glaube, dieses Rote hat schon so seinen Sinn. Da werden wahrscheinlich noch mehr von den Untoten rumrennen. Oh, jetzt wollte ich da drüber schanzen. Das ist der Container im Weg. Wie frech. Egal. Klappt schon irgendwie. Können wir ja zum Glück ausweichen. Und voll dagegen scheppern, jawohl. Ja, das passiert wieder, wenn man zu viel auf die Minimap starrt. Kurze Blicke drauf ist okay, während man fährt, aber länger drauf gucken ist blöd. Alter. Ich hab's schon wieder drauf mit der Fahrerei. Ach, einen Hydranten auch noch mitgenommen, schön. Warum nicht? Alles beim Alten. So, mal kurz das Zeug einlagern, was wir nicht brauchen. Den Rucksack
zum Beispiel. Und jetzt habe ich natürlich wieder ganz vergessen, meine Ladung rauszuholen. War das nicht beim Originalspiel so, dass man nur an den Parkplatz fahren musste und das dann abgeliefert hat? Komisch. Und da habe ich noch gar keinen offiziellen Parkplatz. Das kann natürlich sein. Gleich mal schauen. Sobald ich dieses Vorhaben hier beendet habe. Ach komm, wie oft denn noch? Geht man die Tür immer vor der Nase zu. Das machen die mit Absicht, ich weiß es. So, und hier sieht man schon mal ein schönes Waffenarsenal, was ich theoretisch kaufen könnte. Mal kurz gucken. RFB, Bull-Up-Karabiner. Schade. Scheint stärker zu sein als das klassische M4A1. Arctic Warrior. Ach so, das ist ein Scharfschützengewehr. Okay. Granatwerfer. Boah. Ja, doch. Könnte man schon als Hightech-Waffe bezeichnen. Improvisierter Schalldämpfer. Nehme ich mal zumindest einen mit. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich wechseln kann. Scheinbar ist nur Jamie verfügbar. Weil die andere muss ich jetzt erstmal ausruhen. Sonst wird das hier nix. So, dann nehmen wir gleich mal den großen Rucksack. Mehr Platz, den kleinen verkaufen. Was hat die denn für eine Waffe? SOCOM 2 ETR. Okay, 20 Schuss, das sieht schon mal gut aus. Stahlrute als Nahkampf. Ja, okay. Brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen hiervon. Und ein bisschen davon. Und dann kann es auch schon losgehen. So, wieder einsteigen. Ist auch schön, dass der einfach dabei bleibt. Egal, wer jetzt anführt. Kommst du jetzt mal, fauler Hund. Steig ein, hopp. So, dann wollen wir nochmal schauen. Trainingsbereich brauchen wir auch noch. Achso, ich habe keine Dings mehr. Keine. Na, Dings eben. Anfordern. Materialabwurf. Materialien, Werkzeug und Benzin. Versuchen wir das doch mal. Also die machen dann so einen Flug über unsere Landezone und werfen dann was ab. Das ist doch schön. So wie die Rosinenbomber damals. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja, was macht man denn jetzt? Da wäre ein Aussichtspunkt. Fahren wir nochmal dahin. Zum Ausguck. Und gucken mal. Sofern ich da heil durchkomme. Wo kommen denn die her? Von oben runtergesprungen. Seit wann sind die so gelenkig? Und ein Dicker ist da. Ach, ein Kreischer, okay. Nein! Ich will den jetzt nicht erschießen. Sonst kommen die ja alle wieder. Muss ja nicht zu viel Krach machen hier. Jawohl. Noch geht's ganz gut. Weil jetzt habe ich zwar Schalldämpfer gekauft, aber natürlich nicht für sie. Wieder sehr gut geplant. Wie, jetzt sie ist schon wieder platt. Hast du noch nichts geleistet, Mädel? Reiß dich zusammen. Revolver Diplomat. Ja, ja, Revolver sind immer sehr diplomatisch. Passender Name, wie ich finde. So. Morphium, ja, ist immer gut. Anders hält es das hier eh nicht aus. Und hier können wir noch was holen. Vielleicht mal was Brauchbares? Fragezeichen. Na, die Kugeln immerhin. Und noch mehr Morphium. Yay!
ist dann das richtige Highlight hier, wenn ihr versteht. Highlight. Wegen High und so. Aber wo ist jetzt dieser Ausguck? Ist da eine Leiter noch? Ja. Komme ich da hin? Bleib mit dem Auto. Drunter fahren und dann... irgendwie draufspringen. Anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären. So, vielleicht auf die Motorhaube. Oder geht das gar nicht? Ich hoffe, das kommt wieder gar nicht drauf. Toll. Haben wir irgendwo ein flacheres Auto? Vielleicht das da vorne. Gestrandete Soldaten. Wieder einmal. Ach, das Ding fährt gar nicht mehr, oder was? Also komm. So schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Meine Wagen sehen immer so aus nach einer Weile. Hier kannst du tatsächlich gar nicht drauf. War das nicht mal so oder verwechsel ich da was? Mit hier hoch? Nee, auch nicht. Ja, irgendwie sollten wir jetzt an den Ausguck kommen. Maybe not. Oder sind doch innen Treppen? Das wäre natürlich zu einfach. Ah, jetzt geht's. Die machen es aber auch kompliziert. Und ja, ich habe gesehen, dass da drin was leuchtet, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal hoch. So. Mal wieder alles scouten, damit wir wissen, mit was wir zu tun haben. Spotted an unusual one. Okay, then. Got it. Was gibt's noch? In die Richtung noch schauen? Eventuell. Ah, ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst, oder haben wir schon alle? Ah, da hinten ist noch was. Jetzt haben wir alle. Na komm. Okay, sie klettert runter. Sehr brav. Dann gehen wir mal da rein, sofern das geht. Ja, geht. Könnte eine Waffe drin sein. Erinnerungs-Hockeyschläger. Denk an die Meisterschaften der Marshall Ice Dogs. Tja, auf die können sie jetzt getrost pfeifen. Oh, das sieht gut aus. Baumaterial. Jawohl, nehmen wir gleich mit. Dann wäre das Thema auch durch. Oh, shit. Ich habe immer so Angst vor dem Fallschaden. Versorgungsabwurf erhalten, Material und Benzin. Aha. Ah ja, stimmt, das habe ich ja vorhin angefordert. Dann wollen wir noch mal zum Lager zurück. Mit dem gesammelten Zeug und dem Abwurf könnte ich doch jetzt eventuell wieder einen kleinen Ausbau machen. Ich wollte ja noch diesen Trainingsbereich bauen und nach den Parkplätzen schauen. Gott, jetzt habe ich fast zu viel Munition. Gibt's sowas? Ich dachte, man kann nie genug haben. So, ein Schalldämpfer muss auf jeden Fall mit. Nee, Parkplatz gibt's offiziell gar nicht. Doch, hier.
komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Trainingsbereich. Ach so, eine Werkstatt haben wir auch nicht. Hm. Na was jetzt? Werkstatt oder Trainingsbereich? Trainingsbereich. Erstmal sinnvoller, um die Neuen so ein bisschen auszubilden. Und dann geht's wieder hinaus. Und zwar... Gott, sind das immer weite Wege. Was soll denn das? Zum nächsten gestrandeten Soldaten. Der da ist, ganz da draußen. Damit man auch ja nicht sofort hinkommt und ihn retten kann, hat er sich einen tollen Platz ausgesucht. Danke. Naja. Aber über den Highway geht's schnell. Theoretisch, wenn nicht alles blockiert wäre. Dann retten wir den auch noch kurz. Dann haben wir wieder einiges geschafft für heute. Na? Bin doch gleich da. Merken die das nicht, dass es ungesund ist, über die Straße zu rennen? Ich meine, hier liegen genug Tote. Aber ich glaube, mit dem Denken haben die es alle nicht so. Die können nur hören, sehen, riechen und fressen. Irgendwie so. So, dann klopfen wir doch mal an. Herr Nachbar. Oder Frau Nachbar. Ach, da steht er. I was just getting used to these flesh-eating freaks. Ja, ja. Ingenieur. Soldaten zur Basis bringen. Ich glaube, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, holen wir uns mal diesen Sportwagen hier. Ne, halt mal, wir sind zu dritt. Vergesst, was ich gesagt habe. Keine Abwechslung. Ja, das ist der Nachteil beim Zweitürer. Ich hätte ja einen in den Kofferraum gepackt, aber das geht ja scheinbar nicht. Egal. So. Nehmen wir halt mal die andere Spur, vielleicht liegen da weniger Trümmer. Na, von wegen, da war ich doch auch schon. Oh shit! Ja gut, okay, das ging jetzt ein bisschen in die Hose, glaube ich. Nice one. Genau, nicht schlecht. Over here. Wunderbar, naja. Dann nehmen wir uns halt diese schicke Kiste hier. Aber jetzt wirklich. Zurück zum Lager. Keine Kunststücke mehr. Ich hab gesagt, keine. Ja, ja, es klappt halt nie so, wie ich es mir vornehme. Aber im Vorbeifahren noch ein paar Zombies mitgenommen. Das freut mich. Boah, dieses monotone Motorengeräusch. Das haben sie scheinbar nicht behoben bis dahin. Das hat mich im Originalteil auch immer schon aufgeregt. All right, this ain't the Hilton. Secure your trash and see ops for your duty assignments. Genau. Nach wie vor nicht das Hilton, sondern nur irgendeine Bude. Robert ist jetzt neu. Kilo ist halt tot, ja. Kann man nichts machen. So ist es halt. Die ist immer noch müde. Aber ich hab doch Betten. Na hier. Kann ich irgendwas upgraden schon? Vorratsraum. Ist zwar arg optimistisch, aber... Dann lassen wir uns halt wieder was liefern. So. Die werden ja hoffentlich von alleine hinzugefügt.
Nicht, dass ich ihn noch irgendwo einsammeln muss, weil die irgendwie schlecht gezielt haben oder so. Könnte alles möglich sein. So, dann geht's wieder raus. Die Folge wird hier aber erstmal beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann wollen wir nochmal da hochfahren. Und zwar genau dahin. Julien Horn retten. Bis dahin, bleibt dran. Ja, ich würde mich über Bewertungen und Kommentare natürlich sehr freuen. Und natürlich noch mehr, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Bis denn, ciao Leute.